Yo, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, seit langem mal wieder ein Technik-Review. Und wenn ihr nichts verpassen wollt zu dieser Nebelmaschine hier, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Freunde, willkommen zurück. Und es geht heute um die Nebelmaschine, die ihr vor dem Intro gesehen habt. Ich habe zwei Stück davon. Das ist die DJ Power DF V6C. Ja, das Ganze ist eine Nebelmaschine, wie unschwer zu erkennen. Und wie ihr schon gesehen habt, ist es keine normale Nebelmaschine, die nur in eine Richtung den Rauch, den Nebel ausstoßen kann, sondern es ist eine Nebelmaschine, die man vertikal, also nach oben, den Rauch ausblasen lassen kann oder geradeaus. Also man kann sie individuell einsetzen und individuell den Ausstoßwinkel, sage ich mal, bestimmen. Da blende ich euch gerade mal ein paar Sequenzen ein, beziehungsweise auch nach der Detailansicht hier und nach den technischen Fakten. Denn ich habe dich nur einmal zum Club dabei gehabt. Einfach so, weil ich finde es einfach geil, ja. Ich habe die so ein bisschen schräg angewinkelt gehabt und das ist so ein bisschen in die Menge, so oberhalb der Leute, so eigentlich ganz geil. Man kann die auch gar nicht die Trass hängen oder so, so links und rechts. Also die sind wirklich individuell einsetzbar. Ich wollte mir eigentlich erst eine normale Nebelmaschine kaufen, weil ich habe halt nur diese kleinen hier. Ja, die habe ich schon ewig. Und da wollte ich halt mal etwas größere, weil ich halt gemerkt habe, okay, mit diesen kleinen komme ich langsam nicht mehr weiter. Ich brauche mal was Größeres für größere Locations. Allerdings hat mir dann mein Kollege, der auch einen Veranstaltungsservice hat, bei dem ich auch viele Sachen kaufe, dann diese zwei hier empfohlen. Und ich muss sagen, gut, an sich erfüllen die jetzt nicht das, was ich wollte, weil ich wollte eigentlich Nebelmaschinen, die, sage ich mal, also ganz normal Nebel ausstoßen, weil bei denen muss ich wirklich sagen, die stoßen sehr schnell den Nebel aus und auch mit einer gewissen Power. Also das werdet ihr sehen in den Videos, die ich euch eventuell schon eingeblendet habe oder noch einblenden werde. Die stoßen relativ schnell und auch mit ordentlich Druck aus. Aber erstmal kommen wir noch zu den technischen Daten. Seid mir nicht böse, da muss ich natürlich hier ein bisschen ablesen. Also wir haben hier die Nebelmaschine von DJ Power. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze per DMX zu steuern. Einfach nur Nebel an, Nebel aus. Ganz easy, so mache ich das also auch immer. Schließe es bei uns im Club an die Creation an oder halt, wenn ich es für private Feiern dabei habe, einfach an mein DMX-Pult, einfach so auf einen Kanal, erster Fader. Einfach hochziehen ist da eigentlich das Leichteste. Was man noch hat, man hat noch diese Funksender hier dabei. Jetzt weiß ich gar nicht, ah doch, da habe ich auch die Drücker. Hier ist einmal dieser Funksender, der wird mit fünfpoligem DMX, wenn man das so sagen kann. Also ist ja kein DMX, aber mit dem fünfpoligen Eingang oder Stecker wird das Ganze an der Nebelmaschine angeschlossen und dann gibt es folgende Drücker dazu, die man kennt, ne? Also ganz normale, wie man es halt so kennt, ne? Ganz typisch mit 1, 2, 3, 4, kann man dann belegen, auch an dieser Funkstation, sage ich mal, hat man hier Dip-Switch-Schalter für 1 bis 4 und kann sich das so belegen, wie man will. Also könnte man gleichzeitig vier einzeln ansteuern oder halt auch mehrere, wenn man zum Beispiel zwei auf einen Kanal legt. Also kann man machen, wie man möchte. Genau, ist eigentlich ganz praktisch, dass ihr dabei seid. Aber wie gesagt, ich mache es meistens über DMX. Wir haben eine Leistungsaufnahme, also eine Heizleistung von 1350 Watt. Wie gesagt, Fernbedienung ist dabei, DMX ist dabei. Flutverbrauch 149 Milliliter die Minute und Tankvolumen 2,5 Liter insgesamt pro Nebelmaschine. Ansonsten haben wir noch ein Ausstoßvolumen von 58 Kubikmeter die Minute und Gewicht 7 Kilo. Ich glaube, das war das Rohgewicht, also ohne Nebelfluid. Ich sag mal so. Ganz gut, dass die einen Griff dran haben, aber ich zeige euch gleich nochmal die Nebelmaschine im Detail. Denn mit Nebelfluid, ja, ist es nicht gerade leicht, ne? Es ist keine kleine Nebelmaschine. Ja, ansonsten zeige ich euch mal die Nebelmaschine im Detail. Und ich möchte gar nicht so viel quatschen. Ich zeige euch schon, wie gesagt, noch ein paar Action-Clips. Ist, wie gesagt, eine coole Nebelmaschine, hat ordentlich Druck. Kostet so um die 150 Euro, sage ich mal, findet man die so roundabout. Im Internet, wie gesagt, für zwei Stück 300 Euro ist eigentlich vertretbar. Sind wirklich gut. Zeugen auch von einer guten Qualität, wie ich finde. Und ja, dann kommt jetzt mal die Detailansicht. Bis gleich. Ja, da haben wir das gute Stück. Eigentlich ganz simpel, was das Ganze angeht. Wir haben hier den Ausstoß für den Nebel. Daneben sitzt der Tank, den man nur ausbauen kann, wenn man die zwei, nee, drei Schrauben lockert. Links und rechts, könnt natürlich aber auch hier direkt auffüllen, einfach aufdrehen, ganz easy. Und der Tank reicht auch, also der Tank reicht meiner Meinung nach völlig aus. Ich habe jetzt zweimal im Einsatz gehabt und
musste nicht nochmal auffüllen während des Gigs, aber ich denke, das ist bei jedem individuell. Da für mich die Nebelmaschinen eher unter Effektnebelmaschinen fallen und nicht unter dauerhaften Nebel einfach rein, wie so ein Hazer oder so, ist der Verbrauch eigentlich eh nicht so groß. Genau, ansonsten sind wir hier schon direkt beim Bedienfeld. Ganz simpel, wie ich schon gerade erwähnt habe, hier ist der Anschluss für den Funk-Controller, den wir hier haben. Per fünfpoligem Anschluss einfach hier dran. Da haben wir auch noch eine Leuchtanzeige von grün für Ready und rot für es heizt noch. Ja, was auch noch ganz cool ist, falls mal irgendwie, keine Ahnung, man möchte testen oder die Funkfernbedienung gehen verloren und alle Stricke reißen, kann man auch einfach jemanden buchen, der die ganze Zeit hier manuell sprayt. Geht natürlich auch, ich sage mal so, eher unnütz der Button, aber im absoluten Notfall, wenn man wirklich mal, sage ich mal, nur diese Nebelmaschine da hat, man möchte den Raum einmal komplett voll machen, ein paar Mal, und der Controller fehlt, wie gesagt, also die Bedieneinheit, man hat kein DMX-Pult da, nix, dann einfach hier, ist eigentlich, sage ich mal, für den Notfall ganz hilfreich. Ansonsten, ja, DMX-Input, DMX-Output und das vierstellige Button-Menü, Control-Board, wie es hier steht, ganz normal mit Menü, Up and Down, Enter. Da kann man, sage ich mal, die DMX-Adresse einstellen und so weiter. DMX-Adresse, ja, gibt eh nur einen Kanal und so weiter, also ist nichts Spektakuläres. Kaltgeräte-Eingang, natürlich haben wir auch ein Kaltgerätekabel im Lieferumfang mit enthalten und natürlich, wie es bei Nebelmaschinen eigentlich üblich ist, ein An- und Ausschalter. Ansonsten haben wir hier noch den Griff, den ich vorhin schon erwähnt habe. Man kann die Nebelmaschine zum Beispiel so aufstellen, dass sie schön nach oben, also senkrecht, ja, den Nebel raussprüht. Ansonsten, man kann sie auch aufstellen. Also man hat viele Möglichkeiten. Hier unten haben wir natürlich auch Gummifüße, falls man sie wirklich so betreiben will, im Liegen, sage ich mal. Jo, ansonsten haben wir auf jeden Fall noch eine Füllanzeige, wie es so üblich ist bei Nebelmaschinen. Auch ja, hilfreich. Meistens sieht man da relativ wenig ohne eine externe Lichtquelle, aber natürlich immer ein nice to have, aber man merkt es eigentlich auch so, wenn sie leer ist, dann macht es auch komische Geräusche. Ja, ansonsten auf der anderen Seite haben wir hier noch Schlitze, damit das Ganze abkühlen kann. Die wird wirklich sehr heiß, muss ich sagen, aber ich denke, das ist normal. Hier oben auch noch ein paar Kühlrippen. Also, wie gesagt, die Nebelmaschine ganz simpel aufgebaut und für 150 Euro macht man da nichts verkehrt. Ich finde, hat eine gute Qualität, kann man nichts sagen. Also, hat auch wirklich seine 10 Kilo, 9 Kilo habe ich vorhin gesagt, ne? Also, hat auf jeden Fall auch sein Gewicht und gut, dann natürlich das meiste, was hier das Gewicht natürlich, sage ich mal, verursacht, ist der Heizblock, das ist ja ganz klar, aber wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so lange im Einsatz, aber finde ich wirklich für das Geld 150 Euro ist das eigentlich echt in Ordnung. Normalerweise kosten diese Nebelmaschinen ja halt immer ein bisschen mehr. Aber die J-Power ist ja gerade so ein bisschen im Kommen, beziehungsweise eigentlich schon eine Top-Marke, hat sich schon top etabliert. Ich weiß noch, wie es relativ am Anfang am Markt waren und ja noch ein bisschen belächelt wurden, aber mittlerweile ist die J-Power wirklich eine Marke, wo man auch ein bisschen von Qualität sprechen kann und die auch wirklich auf dem Markt mittlerweile etabliert ist. Dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns nochmal in der Endcard, Freunde. Ja, welcome back in der Endcard, und eigentlich ist die Endcard bei mir richtig unnötig, weil ich immer dasselbe fasel wie im Video eigentlich. Aber nochmal ganz kurz, kompakt zusammengefasst. Es ist eine tolle Nebelmaschine, sie ist aber wirklich eher, würde ich sagen, für, ja, eher auf Effektmaschinenbasis produziert worden. Da halt der Nebel wirklich sehr schnell und auch mit ordentlich Druck ausstößt, also für Hochzeit oder so, außer also natürlich für draußen zum Beispiel oder so, aber für den Innenraum ist schon wieder kritisch. Außer die Leute wollen das natürlich. Bei Hochzeiten nutzt man eh meistens keinen Nebel, also nur wenn die Gäste es wünschen, aber meistens ist es besser, wenn es kein Nebel gibt und die Locations sind meistens auch nicht drauf ausgelegt. Aber bevor wir da abschweifen, ja, ist eher für mich eine Effektmaschine als eine normale Nebelmaschine. Tut, was es soll. 150 Euro ungefähr, roundabout, plus minus. Ich finde wirklich, das Geld ist angebracht für die Leistung, was da rauskommt, für die Qualität. Und wie gesagt, DMX, alles vorhanden, auch Controller bzw. Fernbedienungen, alles am Start. Und ja, kurz und knackig. Ich hoffe, die Action-Clips haben euch gefallen und ihr habt einen Einblick bekommen, was diese Nebelmaschine so kann. Ich habe das Review auch gemacht, weil ich auch kein anderes gesehen habe, zumindest kein deutsches, über diese Nebelmaschine. Und da wollte ich mal ein paar Worte verlieren und wir hatten schon lange kein Technik-Review mehr. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich möchte mich auch nochmal für den Support in den letzten Monaten, beziehungsweise im Juli und jetzt im August hier bedanken. Denn der YouTube-Kanal macht mittlerweile relativ regelmäßig Abos, einen hohen Zuwachs und auch relativ viele Klicks.
was heißt relativ viele Klicks, also die G-Clocks sind wirklich gut geklickt, haben 300 bis 800 Aufrufe und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support. Die G-Clocks habe ich von Anfang an gewusst, die werdet ihr am meisten fahren, die habe ich früher auch am meisten gefahren. Klar, Technik-Reviews sind auch immer ganz hilfreich, aber die G-Clocks gehen natürlich ab und ich denke auch so die Mischung, wo ich manchmal mache, so von Freitag und Samstag, also von zwei Gigs, zum Beispiel Hochzeit und Abi-Party zusammen, kommen ganz gut an. Gab es eigentlich so auch noch, also nicht so oft, meistens immer nur einzeln, aber so Dual oder einmal Triple Giglock habe ich auch mal gehabt, wo ich noch bei einem Kollegen aufbauen war. Also die kommen gut an und die Kommentare und so weiter. Vielen, vielen Dank. Also mein Ziel wäre für dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten. Wenn wir das schaffen würden, wäre echt krass. Es ist schwer. Wir sind jetzt knapp bei 430 oder so, 435, also 500 sind vielleicht diesen Monat noch drin, mal schauen. Aber ich werde mir Mühe geben und ich hoffe, dass es kein Corona gibt, weil ich muss sagen, wenn Corona wieder anfängt, beziehungsweise wenn wieder Veranstaltungen nicht möglich wären, dann weiß ich nicht mehr, was ich produzieren soll, weil so auf Technik-Reviews und so habe ich gar keinen Bock mehr. Das habe ich jetzt wirklich in dem zweiten Lockdown oder der dritten Lockdown, was es jetzt auch schon gab. Also auf jeden Fall Anfang 2021 oder früher, bis Frühjahr 2021, bis halt wieder alles aufging, habe ich halt so lange gemacht, habe ich echt keinen Bock mehr drauf, das habe ich halt nur als Übergangsphase gemacht, weil ich wirklich auf diese Giglogs am meisten Bock habe, weil mir das sehr Spaß macht, ich mich da drin noch ein bisschen verbessern möchte, ab und zu mal öfters die Kamera noch rausholen möchte. Wie gesagt, Leute, das habe ich auch erst dieses Jahr angefangen, aber trotzdem danke für den Support und ja, wieder zu viel gelabert. Lasst ein Abo da, wenn ihr Teil dieser DJ-Community sein wollt und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns wie immer jeden Sonntag, am nächsten Sonntag wieder um 12 Uhr. Und schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Da bin ich auch jeden Sonntag ab 20 Uhr live. Und das ist wirklich richtig geil. Da könnt ihr mir auch ein paar Fragen stellen. Mache ich auch. Aber hauptsächlich Musik, Party und ja, einfach einen coolen Sonntagabend. Wir sehen uns. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal und tschüss.